Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 16, Dosenfutter. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 16. Ja, ich bin mal wieder ein bisschen draußen unterwegs, nachdem ja letzte Woche Technik-Session angesagt war. Und ich nehme das Ganze gerade jetzt heute am Dienstag auf, also am Veröffentlichungstag eigentlich von dem Podcast. Und hat einfach den Hintergrund, ich bin am Wochenende aufgrund der zweiten Technik-Session einfach nicht dazugekommen. Zu dem, was ich am Wochenende gemacht habe, komme ich dann eh später noch. Jetzt bin ich gerade unterwegs, mal wieder bei mir daheim in Breitenfurt bei Wien, im Wienerwald, und bin mal wieder auf Dosensuche. Und zwar gibt es hier bei mir in der Gegend noch drei Tradis, die ich noch nicht gefunden habe. Wobei zwei davon, beziehungsweise eigentlich nicht Tradis, sondern eigentlich zwei Tradis und ein Mystery, also ein Rätselcache. Wobei einer von den Tradis erst, ich glaube vorige Woche, gepublished worden ist. Und der ist ja gerade ein paar Straßen entfernt. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft, den zu heben. Der steht auf jeden Fall heute noch am Plan, und jetzt bin ich gerade unterwegs zum Mystery. Und zwar nennt sich der "Über diese Brücke musst du gehen". Das Rätsel habe ich schon vor, keine Ahnung, ewigen Zeiten gelöst. Schon ewig her, das trage ich schon sehr lange mit mir rum. Also das war, glaube ich, irgendwann im Herbst letztes Jahr. Und ja, jetzt habe ich endlich mal Zeit, Gelegenheit und Lust und Laune, diese Dose zu suchen. Bin jetzt gerade am Weg dorthin, bin jetzt schon im Wald unterwegs. Vorher ist mir gerade eine Spaziergängergruppe entgegengekommen, aber ansonsten ist es gewohnt ruhig. Das ist auch gut so. Das ist das, was ich bei uns da so herrlich finde. Obwohl wir wirklich am Rand zu Wien sind, sobald man bei uns in die Natur geht, in den Wald, ist man eigentlich fast für sich alleine. Und ich glaube, ich habe gerade die Brücke gefunden. Das heißt, ich werde mich jetzt mal kurz ausklinken, werde die Dose suchen und werde mich dann wieder bei euch melden. Je nachdem, entweder mit Erfolgsmeldung oder mit einer Misserfolgsmeldung, was ich jetzt mal nicht hoffen will. Also dann mache ich mich mal auf die Suche. Da bin ich wieder. Die Dose ist gelockt, also ich habe sie gefunden. Und ja, war eigentlich gleich noch, ja, nicht mal 5 Minuten erledigt. Koordinaten waren ziemlich gut dort, wo sie hingehören. Ich hatte zwar kurz noch ein Problem mit dem GPS, weil mir das irgendwie zwischendurch kurz abgeschalten hat, aber es war dann auch kein großes Thema, dank Hint und Spoilerfoto, also Hinweisfoto, war das kein Problem. Auch die Dose an sich, wusste ich ja, wie sie aussieht, also gab es ein Foto auch davon, wie der Cache an sich aussieht, dass man mal weiß, wonach man eigentlich sucht. Ja, Dose gelockt, Logbuch ganz leicht feucht, aber noch kein wirkliches Problem. Liegt aber halt wahrscheinlich einfach daran, weil die Dose jetzt nicht so wirklich gut schließt. Also das ist eher
Da könnte man vielleicht ein bisschen nachbessern an der Dose, aber soll jetzt auch weiter kein Problem sein. Also es macht jetzt nicht den Eindruck, auch aufgrund vom Versteckort, dass die Dose jetzt wirklich irgendwie absaufen würde oder so. Also ich denke, das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Ja, also somit schon mal der erste erfolgreiche Dosenfund für heute. Eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin jetzt gerade mal 20 Minuten unterwegs, wenn überhaupt. Und habe die erste Dose schon verbuchen können. Das ist natürlich nicht schlecht. Und jetzt werde ich wieder zurückgehen zum Auto und fahre dann weiter nach noch ein Stück weiter Richtung Hochodert. Allerdings nicht allzu weit, weil bei der Kirche, bei der Pfarrkirche Breitenfurt West, St. Johann Nepomuk, ist mein nächster Halt, weil dort liegt dann gleich die nächste Dose, die auch eben dieser Kapelle gewidmet ist. Und nachdem ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, bis ich beim Auto zurück bin, erzähle ich euch vielleicht einfach mal ganz kurz was über diese Kapelle. Im Grunde genommen ist die übrig geblieben von dem ehemaligen Jagdschloss in Breitenfurt, das, keine Ahnung, schon Ewigkeiten eigentlich nicht mehr existiert. Das ist irgendwann mal einfach verfallen und ich glaube teilweise sogar dann abgerissen worden, wie auch immer. Auf jeden Fall ist von diesem ehemaligen Barockschloss, also es war ein Barockschloss halt, also halt erbaut im Barockstil und war ein Jagdschloss, hatte im Prinzip einen Haupttrakt und dann einen relativ großen Schlossgarten mit Springbrunnenanlagen und sonstigen Wasserspielen. Dafür gab es dann auch eigene Speicherbecken, wo man also das Wasser gesammelt hat für diese Springbrunnenanlagen. Eines davon findet man auch heute noch am Areal vom Breitenfurter Friedhof. Und zwar ist das mehr oder weniger bekannt in der Bevölkerung als das Breitenfurter Waldbad. Wobei man jetzt sagen muss, also das ist heute nicht mehr genutzt als solches. Also das war einfach früher, nachdem also das Schloss aufgegeben worden war, ist aber dort immer noch das Wasser durchgelaufen. Also diese Wassersammelbecken waren immer noch intakt. Und dann haben das die Nonnen aus unserem Nonnenstift in Breitenfurt, oder eigentlich nicht Stift, Nonnenkloster muss man sagen, weil Stift ist es keins, muss man ja aufpassen, was man sagt. Also es ist im Prinzip so ein gehört zu einem Wiener Orden dazu, ist aber mehr oder weniger eigenständig. Und die Klosterschwestern, die eben dort gewohnt haben, in dem Kloster in Breitenfurt, sind eben dann früher dorthin gegangen, um sich einfach zu waschen, um zu baden. Ist natürlich schon lange her, also heute natürlich in modernen Zeiten muss man das nicht mehr machen, aber so vor, weiß nicht, 200 Jahren oder so, war das natürlich noch ein Thema. Weil Wasserleitungen gab es da einfach noch keine und Brunnen hat das Kloster jetzt auch nicht so wirklich einen ergiebigen, es ist ein Bach nebenbei, muss man dazu sagen, aber das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ja, auf jeden Fall ich bin schon wieder vom Thema weg, ist dann die Schlosskapelle ist eben übrig geblieben als heutige Pfarrkirche für Breitenfurt West, ist eben getauft dem heiligen Johann Nepomuk, ist auch heute noch im Barockstil erhalten, hat auch einen wunderschönen alten Altar und schöne Fresken im Innenraum. Ist eine sehr schöne Kirche, relativ klein natürlich, also es ist ein eher kleineres Gotteshaus, klar, es war eben eine Schlosskapelle früher. Und wer von euch mal in Breitenfurt oder in der Gegend um Breitenfurt herum ist, dem kann ich einen Besuch dieser Pfarrkirche in Breitenfurt West nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn man jetzt nicht tiefgläubig ist, bin ich jetzt auch nicht, aber es ist einfach eine schöne Kirche und ein schönes, wie soll man sagen, Kulturgut,
was auf jeden Fall einen Blick in das Innere wert ist, auch wenn sie von außen vielleicht nicht gleich diesen massiven Barockeindruck macht, weil das halt einfach noch Teil der alten Schlossfassade ist und der Rest fehlt einfach dazu. Damit geht das halt irgendwie neben den doch etwas moderneren Bauten, die heute nebenan stehen, ein bisschen unter. Aber nichtsdestotrotz ist der Innenraum der Kirche auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, das ist perfektes Timing eigentlich. Ich komme jetzt gerade zurück auf die Straße. Ich werde jetzt noch die paar Schritte zum Auto runtergehen und werde mich dann bei der Pfarrkirche St. Johann Nepomuk einfach wieder melden und klinke mich da jetzt einfach mal kurz aus der Aufnahme aus. So, da bin ich wieder. Ich habe die Dose jetzt auch schon gefunden. Also das war, ja, obwohl es eigentlich Schwierigkeitsstufe 3 hat, finde ich jetzt, war das eigentlich sehr leicht zum Finden. Es war ein sehr klares Versteck. Für einen etwas erfahreneren Geocache auf jeden Fall sofort ersichtlich. Zumindest wenn man ein bisschen Ahnung von Natur hat. Und ja, also ich habe auch die Dose schon loggen können. Und habe jetzt von der Kirche noch ein paar Fotos gemacht, allerdings nur von heraußen, weil die Kirche leider zugesperrt ist. Hätte euch gerne ein Foto vom Innenraum gezeigt, aber ja, mal schauen, vielleicht finde ich da noch einen Link dazu, wo man da was sieht, aber ich fürchte eher nicht. Mal schauen, ob vielleicht in der Wikipedia oder sowas drinnen ist, mal schauen. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg zum dritten Cache, der eigentlich schon am Heimweg liegt. Und werde mich dann nochmal von zu Hause aus melden oder dann vor Ort beim letzten Cache mal schauen. Ich mache mich jetzt mal auf jeden Fall auf den Weg und mache mich dann auf den Weg zum rechten Pfad. So heißt der Cache nämlich. Und ja, dann hören wir uns auf alle Fälle nochmal wieder. So, ich bin wieder daheim und habe auch die dritte Dose gefunden und ja, nachdem ich diese in der Cache-Beschreibung angegebenen 100 Schritte gegangen bin, war das Ganze eigentlich ja, in weniger als einer Minute erledigt und bin mal gespannt, wie lange die Dose dort liegen wird, aber okay. Einziger Kritikpunkt an diesem Cache ist, dass meiner Meinung nach das Ganze eigentlich ein Offset-Multi ist und kein klassischer Trade, weil die Koordinaten für den Trade eigentlich am Parkplatz angegeben sind. Also entweder macht man den Trade genau dorthin, wo er liegt, was aber dann mit der Cache-Beschreibung keinen Sinn mehr macht. Und von dem her würde ich einfach sagen, ist das eigentlich ein Offset-Multi, aber gut, das ist eine Kleinigkeit, das habe ich mir im Vorhinein schon gedacht und das war auch im Vorhinein schon von anderen Geocachern auch schon in den Logs irgendwie angemerkt worden. Und ja, wie auch immer. Damit habe ich meine Caching-Runde schon wieder beendet. Bin auch in der Zwischenzeit schon wieder gut daheim gelandet, habe schon ein Mittagessen eben hinter mir, oder nicht ein Mittagessen, ein Abendessen. Und habe aber noch ein Thema für euch. Und zwar, ich habe es am Anfang vom Podcast, von dieser Folge jetzt schon angekündigt. Und zwar ein bisschen Technikgebrabbel noch zum Schluss hinten nach. Ne? Und zwar, ihr wisst ja aus der letzten Folge, der Folge 15, dass ich jetzt am Wochenende meinen Webserver neu aufgesetzt habe, damit ich den 14 zum Laufen bringe. Das hat soweit auch funktioniert. Es war ja ein bisschen eine Spielerei. Also ich habe am Samstag in der Früh die Daten, was mir noch gefehlt haben, das Backup gezogen und
habe das Ganze dann mal runtergesichert, habe mir das Ganze noch auf eine zweite Platte überspielt, damit ich da nochmal eine gewisse Sicherheit habe, dass mir nichts verloren geht. Und habe dann eigentlich mit dem Neuaufsetzen begonnen. Das heißt, ich habe im Prinzip erstmal ein neues Image auf den Server eingespielt. So, wäre soweit nicht so schwierig gewesen. Ich habe dann gleich mal das Image für das Debian 6 genommen, also für Squeeze. Und wollte das mal installieren, habe das auch installiert. Das ist, hat auch wunderbar eingespielt. Ich hatte dann nur ein Problem. Und das Problem war, dass keine Paketverwaltung installiert ist. Also das ist wirklich, so wie der Image-Name schon angibt, ein Debian Minimum Installation. Und da ist halt nicht mal diese Paketverwaltung dabei. Und damit habe ich halt das Problem, dass ich eigentlich nichts wirklich vernünftig installieren kann. Das heißt, ich hätte im ersten Schritt quasi diese Paketverwaltung mal installieren müssen, damit ich dann im zweiten Schritt die eigentliche Software installieren kann, die ich brauche. Und das war mir irgendwie ein bisschen mühsam. So, das heißt, ich bin dann hergegangen, habe das Debian 6 mal wieder runtergeschmissen und habe das Debian 5 Image wieder installiert, bei dem das ISP-Config dabei ist, also sprich diese Serververwaltungssoftware, die ich da verwende, und auch eben diese komplette Webserver-Konfiguration schon so weit einmal gemacht ist. Also sprich, da läuft der Apache 2 Webserver drauf, da läuft der MySQL Datenbank-Server drauf, da läuft BRB ist schon installiert und so weiter. Also das ist alles schon soweit fertig. Auch Mail-Server und so weiter, das ist alles drauf. Und jetzt hatte ich nur das Problem, dass das Ganze natürlich wieder Debian 5, sprich Lenny war. Und für diese Distribution, die wird in den Update-Zyklen nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, es gibt für das Ding auch keine Paketquellen mehr. Man kann das einfach nicht updaten. Das funktioniert nicht. Und da war natürlich jetzt das Problem für mich, was tun? Gut, war klar, kein Problem, ist an und für sich, dadurch, dass es über APD geht, beziehungsweise über diese Debian-Paketverwaltung, ist ja das soweit kein Problem. Man gibt einfach die neuen Source-Quellen an, also man sagt ihm einfach, okay, suche jetzt nicht in dieser alten Geschichte herum, sondern nimm einfach die neuen Repositories, also die neuen Verzeichnisse, und hol da die Pakete zum Updaten dort. Soweit kein Problem, das funktioniert auch, so rein prinzipiell einmal. Das Thema war nur, es gibt ja mittlerweile schon Debian 7.1 und heißt, glaube ich, Visi oder so, keine Ahnung, wurscht. Der Punkt ist jetzt nur der, ich habe mir gedacht, okay, alles gut und schön, ich gebe ihm jetzt einfach die Repositories von Debian 7.1, mache das Update, Sache erledigt, 1000 Rosen. Habe das Ganze durchgemacht, bevor ich irgendeine Konfiguration auf dem Server noch gemacht habe. Das heißt, ich bin wirklich hergegangen, habe gesagt, Image eingespielt und sofort das Update, also Paketquellen umschreiben und sofort das Update rein. Ja, das wäre der Plan gewesen. Ich bin auch so weit gekommen, dass ich das Update gestartet habe. Es ist auch eine Zeit lang gelaufen. Das Problem an der Sache war dann nur, dass während dem Update-Prozess einige Sachen verändert worden sind, weil das halt in der Zwischenzeit bei den neuen Debian-Versionen umgestellt worden ist. Das sind so Sachen wie die Boot-Skripte abgearbeitet werden und so weiter. Also das funktioniert jetzt alles ein bisschen anders und das sollte eigentlich mit diesen Update-Vorgängen funktionieren, tut es aber nicht. Aus verschiedensten Gründen. Und ich habe das Ganze dann, ich glaube, zwei oder dreimal probiert und habe dann einfach aufgegeben. Es hat, wurscht wie ich es gemacht habe, das hat nicht hingehauen. Dann bin ich hergegangen, habe das Ganze nochmal wieder platt gemacht und habe wieder das 5er installiert und habe dann die Paketquellen nicht für Debian 7 angegeben, sondern mal für Debian 6, also fürs Squeeze, was ich ursprünglich installieren wollte. Gut, habe das gemacht und da habe ich es dann im zweiten oder dritten Anlauf geschafft, dass er dieses Software-Update wirklich sauber durchlaufen hat. Also wirklich komplett clean, das hat funktioniert, das passt, ja. Man hat dann nur einige Konfigurationsskripten umstellen müssen und sagen müssen, okay, bitte, da machst du mal jetzt aber, nimmst mal die neuen Skripten und nicht die, was ursprünglich installiert waren oder die Konfigurationsdateien eigentlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der Server ist mal soweit wieder fertig. Das Ganze habe ich Samstagnachmittag oder eigentlich Samstag in der Nacht dann irgendwann erledigt gehabt und habe dann begonnen, die Daten zurückzuspielen.
das Ganze, ich habe dann begonnen einmal, also am Samstag habe ich mal begonnen, die Daten eben von Webspace für Cosmodus zurückzuspielen, damit die Daten einmal wieder da sind. Und habe das auch hergestellt, das hat auch wunderbar funktioniert und habe mich dann im Prinzip wieder um meine eigene Plattform gekümmert, nämlich Reisen, Wandern, Tauchen. Habe das Ganze zurückgespielt und da muss ich sagen, das hat super funktioniert. Also das Archiv hochgeladen, entpackt, die Dateien auf den richtigen Ort verschoben, Datenbank, das Backup von der Datenbank zurückgespielt in die Datenbank, Datenbank natürlich entsprechend vorher angelegt und fertig und das Ding läuft wieder. Und zwar sang- und klanglos, so wie wenn nichts dazwischen gewesen wäre. Läuft auch ziemlich flott eigentlich, also von der Performance her ganz okay. Und dann kam natürlich der große Augenblick, die Installation vom Firz. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe mir dann vom Firzifier ein Paket zusammenstellen lassen. Also Firzifier ist so ein Dienst, den der Christian von der Hörsuppe geschrieben hat, eben für den Firz, für die Podcast-Migration sozusagen auf den Firz. Macht im Prinzip nichts anderes, als wie man sagt eben, okay, das sind meine Feeds. Also kann jetzt sein einer oder halt mehrere, je nachdem wie viel Audio-Feeds man halt hat. Also wenn man jetzt schon Feeds für mehrere Audioquellen hat, also ich MP4, MP3, Opus, was auch der Teufel immer will, dann kann ich hergehen und kann ihm diese ganzen Feeds angeben. Der nimmt die, macht und baut daraus sozusagen die Konfiguration für den Firz. Theoretisch braucht man dann nur hergehen, nimmt das Ganze, schiebt es auf den Server hoch und die Sache läuft. Praktisch funktioniert das auch, also ganz einwandfrei sogar. Und ich habe das Ganze natürlich dann noch umgestrickt, weil natürlich haben mir da einige Einstellungen noch nicht gepasst, weil ich natürlich einiges noch ändern wollte und ich habe dann zum Beispiel auch meine Flatter-ID eingegeben noch und damit das alles funktioniert und so weiter. Habe also diese Konfiguration dann noch fertig gemacht und verfeinert und habe das Ganze dann noch so umgestellt, dass eben auch die Auphonic-Dateien, diese JSON-Dateien, diese Produktionsdateien vom Auphonic dann mit berücksichtigt werden und so weiter. Also im Prinzip ist das Ganze jetzt so eingerichtet, dass er eine Episode nur dann online stellt, wenn es sowohl dieses Produktionsfile von Auphonic als auch die Episodendatei vom Firz gibt. Müsste ich es gar nicht unbedingt machen. Warum mache ich das Ganze? Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Hintergrund ist einfach der, ich mache meine Podcast-Produktionen meistens am Wochenende. Also aufnehmen und so weiter tue ich meistens am Wochenende und meistens ist es dann auch so, dass ich dann am Sonntag eigentlich das Ganze finish und zu Auphonic hochschiebe, den das Ganze durchlaufen lasse und der spielt das natürlich auch gleich auf den Server, das ist ja das Schöne bei Auphonic. Und im Prinzip könnte ich jetzt sagen, okay, sobald diese Dateien in Auphonic online sind, Firz, publiziert das, Sache erledigt. Warum mache ich das nicht? Ganz einfach, ich will das Publishing am Dienstag haben. So wie jetzt auch immer. Das soll so bleiben, das hat sich jetzt irgendwie so ergeben und eingebürgert, das bleibt jetzt einfach mal so. Damit ist es aber natürlich notwendig, dass ich steuern kann, wann er die entsprechende neue Folge dann online stellt. Also nicht, dass sobald die Folge dann quasi am Server liegt, die dann auch schon im Firz, sprich in den Feeds und auf der Homepage dann sichtbar ist. Sondern das soll dann eben erst am Dienstag passieren. Und das schaffe ich eben mit dieser Konfigurationseinstellung, dass sowohl das Auphonic-File vorhanden sein muss, als auch die Episodendatei. Wenn dann die Episodendatei am Server ist, dann wird das Ganze live geschalten, dann wird das Ganze online geschalten, dann ist es verfügbar. Dann ist es im Feed, dann ist es auf der Homepage und man kriegt das. Und der zweite Hintergrund für die Episodendatei ist einfach, weil ich in der Episodendatei den Artikel entsprechend schreiben kann. Also es ist ja so, dass ich in Auphonic mal so meinen Grundartikel reinstelle, sprich die ganzen Texte und so weiter sind da drinnen. Was aber im Auphonic nicht drinnen ist, sind zum Beispiel die Fotos, das sind die Tracks und so weiter. Das wird in die MP4-Datei auch nicht eingebunden. Also das kommt in die Auphonic-Produktion nicht rein. Und wenn ich die jetzt direkt online stellen würde, dann wäre das eben im Artikel auch nicht drinnen. Das will ich natürlich nicht. Deswegen gibt es dann eben nochmal dieses Episoden-File, wo ich dann eben genau diesen Artikel dann reinschreibe. Das heißt, ich gehe einfach her, sage, okay, das ist mein Artikel.
speichere das unter dem gleichen Namen ab wie die Auphonic-Produktionsdatei, nur halt mit einer anderen Dateiendung. Stell das Ganze auf den Server und ab diesem Zeitpunkt ist das ganze Ding dann eben auch live im Feed und auf der Homepage dann verfügbar. Ich habe mich dann noch ein bisschen weitergespielt mit den Feeds. Ich habe Discuss eingerichtet, also ein Kommentarsystem. Das gefällt mir eigentlich gar nicht schlecht bis jetzt. Man muss jetzt einmal schauen, wie sich das bewähren wird. Es ist auf jeden Fall so, es gibt also jetzt auch dann weiterhin ein Kommentarsystem, auch im Feeds kann man das nutzen und ich hoffe, dass da auch dann das eine oder andere Kommentar vielleicht kommt. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Und ist auch recht einfach zum Bedienen. Man kann sich also sowohl mit Facebook-Account als auch mit Google-Account als auch, glaube ich, mit Twitter-Account dort anmelden und dann einfach seine Kommentare schreiben und fertig. Also funktioniert wunderbar. Ist momentan so eingerichtet, dass man registriert sein muss. Hat einfach den Hintergrund, Spam zu vermeiden. Ganz einfach. Und ja, ich bin mal gespannt. Also vom System her soll es funktionieren. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Und ja, freue mich auf jeden Fall dann schon drauf, wenn das Ganze dann wirklich online geht. Wer sich jetzt dafür interessiert, man kann sich den Feed, also meinen Feeds-Auftritt sozusagen für individuell unterwegs auch schon im Netz anschauen. Also das steht zur Verfügung, das ist nicht irgendwie passwortgeschützt oder so, mache ich dabei eigentlich nicht. Ist allerdings momentan noch unter einer Sonderadresse zu finden natürlich, noch nicht unter individuell unterwegs unter der Domäne, sondern ist zu finden unter feeds.reisen-wandern-tauchen.at. Link kommt auch dann auch noch in den Shownotes, also wer von euch sich das schon mal anschauen will im Vorhinein, kann das gerne tun. Es wird da jetzt einmal nur die Folge 15 und die Folge 16 dann drauf sein, also die Folge 16, diese Folge jetzt kommt auch schon dazu, einfach zu Testzwecken, weil ich das Ganze einfach probieren will, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, ja, wer sich das anschauen möchte, kann sich das dann auch anschauen. Ich werde dann natürlich noch einiges herumbasteln. Also es wird sicherlich noch einige Änderungen am Layout geben, an dem Design von der Seite einfach. Es werden noch ein paar Links oben dazukommen zu ein paar anderen Seiten. Also das Ganze wird jetzt sicher noch ein bisschen umgestaltet werden, so nach und nach. Aber wichtig ist mir jetzt einfach mal, dass das System online ist und funktioniert. Und das schaut eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Das macht mich sehr zuversichtlich, dass ich dann wirklich mit der Folge 20 dann umstellen kann. Das schaut bis jetzt eigentlich sehr gut aus dafür. Und wenn das jetzt mit dieser Folge jetzt auch so gut klappt, wie das mit der Folge 15 jetzt geklappt hat, dann sollte da dem Ganzen eigentlich nichts im Wege stehen. Sobald natürlich das Ganze dann live umgestellt wird und die Domäne individuell unterwegs dann auf den Feeds verweist, wird natürlich das Ganze, also Folge 15 und 16, dann nicht mehr drauf sein, sondern dann wird es wirklich dort mit der Folge 20 losgehen. Es wird dann noch den Archivlink geben, wo man dann eben auf den jetzigen Blogger-Auftritt zurückkommt. Das heißt, das wird jetzt nicht gelöscht oder sonst irgendwie eliminiert, sondern das bleibt bestehen, bleibt erhalten und wird einfach nur verlinkt als sozusagen alter Link einfach und der dann dort entsprechend auch der RSS-Feed wieder umgestellt, dass das jetzt nicht auf die Feedburner-Adresse zurückgeht, sondern dass das halt der Original-Feed ist, den der Blogger halt einfach auswirft. Was da dann rauskommt, keine Ahnung, aber also zum Nachhören von den ersten 19 Folgen als Archiv wird es das tun, denke ich, und ja, sollte noch weiter kein Problem sein. Also, wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass das mit der Folge 20 klappen wird mit der Umstellung auf den Feeds. Und an dieser Stelle mal auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Chris von der Hörsuppe für diesen wirklich meiner Meinung nach und für meine Zwecke absolut genialen Podcast-Publisher. Es gibt eigentlich für mich, ja, ist das einfach das ideale System. Ja, es funktioniert super und mit dieser Episodendatei komme ich jetzt mittlerweile auch schon ganz gut zurecht. Ein paar Sachen muss ich mir noch anschauen, aber da muss ich mich noch genauer in die Doku dann vielleicht noch einlesen. Das habe ich jetzt noch nicht so im Detail gemacht, speziell was eben so Formatierungen und so angeht, also Textformatierungen. Eins weiß ich schon, wie man kursiv schreibt, das sind die Sternchen, das habe ich schon rausgekriegt. Wie man Trennlinien macht, weiß ich auch schon. Aber die ganzen anderen Textformatierungen muss ich mir noch anschauen. Da behelfe ich mir jetzt im Moment noch
mit den kodierten HTML-Tags. Ja, das wird aber dann auch noch werden. Also wie gesagt, wenn ich da dann noch ein bisschen Zeit habe, mir die Doku davon noch anzuschauen, dann wird das auch werden, dann wird das auch nochmal einen Schritt einfacher werden. Jo, in diesem Sinne war es das, glaube ich, für heute mal wieder. Ansonsten, ja, oh ja, einen habe ich noch. Und zwar habe ich ja meinem Rechner eine SSD-Platte vergönnt, meinem Standrechner. Und Leute, ich sage euch eins, wenn ihr noch keine SSD-Platte habt, tut eurem Rechner was Gutes und spendiert ihm eine. Also, das ist echt genialst. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also der Unterschied, ich hätte das nicht geglaubt, der Rechner ist im OpenSUSE Linux Version 12.3, also das aktuellste, was es gibt, innerhalb von einer halben Minute, also von ca. 35 Sekunden braucht er, bis er wirklich am Desktop ist. Komplett fix fertig hochgefahren, und zwar vom Starten des Bootloaders weg. Also ich drehe den Rechner auf, dann kommt die Bootloader-Auswahl, weil ich ja parallel noch andere Systeme installiert habe. Und dann sage ich, okay, start mir OpenSUSE 12.3, und ab diesem Zeitpunkt weggerechnet braucht er genau 35 Sekunden und das System ist komplett da. Inklusive grafischer Oberfläche, allem Bibabo, allem drum und dran. Das ist einfach genial. Also der Performance-Gewinn, der ist echt ein Wahnsinn. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass das so derartig viel bringt. Das ist unwahrscheinlich. Also Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr noch keine SSD in euren Rechnern drinnen habt, rüstet das nach. Wurscht ob Standrechner, Notebook, ganz egal. Vergönnt euren Rechnern das. Das ist echt der Bringer für die Performance. Das ist echt unglaublich. Auch Programmstarts, ja. Programm angeklickt, eine Sekunde später ist das Programm da. Also selbst wenn das irgendein großes Programm ist, ja, vielleicht sind es 2 Sekunden, ja, aber gefühlt ist das einfach klicken, da, fertig. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Der weitere Vorteil ist einfach, das System ist wesentlich leiser, weil man hört kein Festplattengeratter, diese ganzen Geräusche fallen weg. Das Einzige, was ich momentan eigentlich höre, sind die Lüfter. Ja, also ich habe da ein paar Lüfter drinnen, weil das ist doch relativ, also es ist ein wassergekühltes System und so, ja, und da sind oben 2 schöne große 120er Lüfter noch drinnen, damit man eben von dem Wasserkühlsystem dann die Wärme wegbringt. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich höre. Ansonsten gibt der Rechner einfach keinen Mucks mehr von sich. Und das ist genau das, was ich will. Das Einzige, was ich jetzt noch schauen müsste, ist, dass ich irgendwie die Lüfter da rauskriege. Aber ja, ich glaube, das tue ich mir nicht an, dass ich da jetzt irgendwie das System zum Umbauen anfange. Aber das ist echt toll, also das ist echt genial. Und die SSD-Platte wird auch überhaupt nicht warm. Also die hat null Wärmeentwicklung, verbraucht so gut wie überhaupt keinen Strom. Ich glaube, die braucht unter Volllastbetrieb irgendwas bei 2 Watt oder so. Keine Ahnung, ja. Und im Standby irgendwas bei 0,6 oder so. Also wirklich nichts. Also auch von dem Gedanken her, vom, ich sag mal, Ressourcenverbrauchgedanken her oder Stromverbrauchgedanken her, ist das auch ein ziemlicher Bringer. Ja? Und speziell so Richtung Notebooks gedacht, ist es halt einfach so, dass man da dann natürlich auch den Akku entsprechend schonen kann. Ja? Also es ist ein Unterschied, ob eine Festplatte 25 Watt braucht oder ob die Festplatte 2 Watt braucht. Das ist halt einfach ein enormer Unterschied. Also von dem her kann ich nur sagen, vergönnt euren Rechnern das wirklich. Das ist unglaublich, was das bringt an Performance. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist echt der Bringer. Gut, damit will ich es aber jetzt wirklich gut sein lassen für heute. Technikgebrabbel wieder genug. Ich will da nicht nochmal ein Technik-Special draus machen. In dem Sinne, ja, freut sich auf den Firz. Ich tue es auf jeden Fall. Und gönnt euren Rechnern eine SSD-Platte und in der Zwischenzeit schöne Woche und genießt eure Touren, schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at